Und willkommen zurück bei Project Nomad. Wir befinden uns hier in etwas heiklen Situationen, denn... wir stehen vor einem neuen Navigationspunkt, der uns weiter hinein in die Piratenschlucht führt. Und wir wissen nicht, was uns hier erwarten soll. Hallo? Immer so ein bisschen vorsichtig vorantasten, weil man merkt vielleicht auch, die Insel treibt so ein bisschen hinterher. Das heißt, sie hat auch etwas am Bremsweg sich zu eigen gemacht. Deswegen sollte man da ein bisschen drauf achten, wo man denn gern stehen bleiben möchte. Diese Musik verheißt nichts Gutes. Genau. So, dann hier kommen nämlich auch schon Kampfflieger. Kampfflieger. Die natürlich etwas schwerer zu treffen sind. Ja, ich weiß, dass sie angegriffen wird. So, wir hören schon ein verdächtiges Knistern, deswegen müssen wir mal... Nee. Nein, das müssen wir nicht machen. Wir müssen mal hier das Ding alles reparieren. Darf man nicht vergessen. Wir sehen schon, dass unser kleiner Turm hinten etwas brennt. Auf den haben die schon ein bisschen eingeballert, deswegen... immer schön alles reparieren. Das müssen wir nicht reparieren, dann gucke ich nochmal vorne den Turm nach, weil der ist ja wichtig. Also später im Verlauf hat man da mehrere automatisch schießende Geschütze. Deswegen braucht man dann eigentlich quasi die Geschütze selber nicht mehr zu bemannen, sondern muss einfach nur rumherrennen und alles quasi reparieren. So haben wir den ersten Angriff quasi abgewehrt, deswegen fliegen wir jetzt mal weiter. Ich könnte ja mal kurz abspeichern. Aus Sicherheitsgründen, weil nicht, dass ich so paranoid wäre oder so, aber es kann ja passieren, ne? So, und weiter geht's hier. Im Takte. Und immer auf irgendwelche Geschütztürme oder irgendwas anderes achten. Ganz ruhig, ganz vorsichtig. Es kann jederzeit ein neuer Angriff kommen, mit dem wir so nicht gerechnet hätten. Wir sehen schon rechts, sind wieder Haufen Ballons in der Luft. Da werden wir auch noch vorbeifliegen, notgedrungenerweise. Aber erstmal geht's hier durch die ganzen Felsen durch. Das ist schon wieder der nächste Angriff. Dreh dich, Turm. Da rammelt erstmal unseren Wachturm dran, dieser blöde Eumel. Ja, genau, nicht immer auf meinen kleinen Turm schießen. Ist ja doch so doof. Genau, macht ihn nicht kaputt, ihr. Dann mache ich euch kaputt. Geh weg, geh weg. Ich muss auch immer darauf achten, halt nicht auf seine eigene Insel zu schießen. Das wäre etwas ungünstig. Geh doch endlich mal kacken, du blöder Flattermann. So. Jetzt, wie wir merken, brennt dieser andere Turm schon ganz ordentlich. Deswegen werden wir mal da ein paar Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Wir gehen nochmal das hier reparieren. So, den gehe ich auch mal reparieren. Noch, der war gar nicht kaputt, das ist auch ganz gut. Ja, aber unser kleiner Turm da hinten wird immer gerne angegriffen. Was eigentlich ein bisschen doof ist. Ich meine, noch können wir uns ganz gut erwehren gegen diese Angriffe. Das ist auch nicht kaputt. Wir können gleich mal auf die Energieanzeige gucken. Da sehen wir, wie die ein bisschen abnimmt. Weil wir den Turm hier reparieren. Tja. Haben wir den Angriff auch mal wieder abgewehrt. Also ein bisschen Sorgen macht mir hier vorne der Turm, weil der halt nur einmal kaputt gehen darf. Und dann ist er hinüber. Aber wir werden das schon geschaukelt kriegen hier, denke ich mir mal. So. Oho. Na, pass mal auf mit deiner Insel, dass du nicht anstößt. Du Navigationsheinrich. Ich glaube, das ist eines der wenigen Kampfschiffe, die eigentlich Bäume auf sich haben. Ich meine, so moderne Kampfschiffe, die haben einfach keine Bäume mehr oben drauf. Ich meine, die bestehen auch nicht aus Erde und so weiter und so fort. Und schweben auch nicht im Meer der Wolken rum, aber das nur mal so angemerkt. So, hohoho.
Dann werde ich mal sehen, ob ich hier schon was ausrichten kann. Denn uns erwartet hier eine kleine Barrikade aus irgendwelchen Geschützballons, sage ich jetzt mal. Die übrigens, soweit ich das sagen darf, aus dem Ersten Weltkrieg entlehnt worden sind. Denn, soweit ich weiß, gab es da auch so eine Geschützsituation, die in Ballons platziert war. Glaube ich zumindest, zu glauben. So zum Glück reicht die Kanone eine ganze Weile weit. Deswegen können wir hier erstmal ein bisschen aufräumen. Na gut, den erwischen wir jetzt nicht, aber den hier erwischen wir noch. So. Den hier vielleicht noch, komm. Den erwischen wir doch noch. Nö, tun wir nicht. Achso, und das hier oben ist übrigens nur Blödsinn. Also, das ist nichts wirklich Tolles. So. Da es nichts wirklich Tolles ist, würde ich mal sagen, wir gehen mal hier weiter. Schweben dann eine Ecke weiter nach vorne. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende dieser Piratenschlucht. So, wir können natürlich auch die Insel fahren lassen und weiterschießen. Das ist auch eine ganz passable Methode, die man hier ergreifen kann. So. Pam. Leider gibt es hier keine, sagen wir so, automatische Kontrolle für die Insel, dass man mit ein paar Tastendrücken regeln kann, was die macht. Und ich glaube, hier kommt gleich ein nächster Flugzeugangriff. Deshalb gehe ich mal hinten rein und lasse die da vorne mal automatisch schießen. Ach nee, kein Bomber. Oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist ein Bomber. Ich glaube, wir haben gleich ein Problem. Die Insel soll mal auf den Bomber vorne schießen. Okay, der Bomber ist am Turm zerschellt. Das ist gut oder schlecht, je man es nimmt. Ich glaube, ich werde die erstmal ein bisschen anhalten, die Insel. Oh, wumm. Antrieb abgeschaltet. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Ist ein bisschen verwirrend, dieses Umhergeschwebe. Aber ich gehe erstmal die Insel reparieren, weil da ist ein Bomber dagegen geknallt. Das ist ein bisschen ungünstig eventuell. Also immer schön alles reparieren. Dann fährt man die wenigsten Verluste ein. Ach, hier, komm. Das war ganz... Tja, ja. So, jetzt gehen wir nochmal den reparieren und das hier reparieren. Obwohl das Kraftwerk eigentlich meistens ziemlich ganz ist. Jo. So, den hier noch reparieren. Und dann geht's mal weiter hier die Schlucht entlang. Oh, ich sehe doch schon ein paar Geschütztürme. Wartet mal. Kann ich die erledigen? Wo ist er denn jetzt? Da drüben. Ne, ich glaube, das ist noch zu weit entfernt. Dann müssen wir halt mal ein bisschen nach vorne schweben. So. Und da baller ich schon mal auf diesen bekloppten Geschützturm. Obwohl der Bleibe nicht der schlimmste Feind ist. Also keine Sorge, ich werde hier auch mal das eine oder andere Mal sterben. Sag mal, was ist denn hier los? Wie doof bin ich denn? Ich treffe den einfach nicht. Achso, nee, das wollte ich nicht. Ja, die Menüführung ist ein bisschen umständlich. Nein. Ja, wie gesagt, die Insel hat halt so einen gewissen Bremsweg. Deswegen sollte man da... Habe ich den Antrieb abgeschaltet oder habe ich den... Na, ich muss den Antrieb abschalten. Mann. Ja, darauf sollte man halt immer achten, dass man den Antrieb auch abgeschaltet hat. Wenn man hier irgendwas macht. Diese Option steht ja immer zur Verfügung. Okay, jetzt wurde es mal kurz etwas spannend. Unsere ganzen Gebäude stehen noch. Ich repariere mal wieder ein bisschen durch die Kante hier, weil ich weiß ja nicht, was die alles angegriffen haben. Ich meine, es ist einerseits realistisch, dass man hier zu jedem Gebäude hinrennen muss und das einzeln reparieren, aber es wäre doch super praktisch, wenn man einfach sagen könnte, bringen die ganze Insel in Stand. Oder es wäre super praktisch, wenn das... Oh, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie das im Multiplayer aussieht.
Ich habe noch nie den Multiplayer ausprobiert. Wenn das denn so wäre, dass man dann zu zweit auf eine Insel ist, dann wäre das natürlich super. Weil dann kann man eigentlich einen an die Geschütze stellen und, weiß nicht, den anderen halt reparieren lassen oder navigieren oder was auch immer. Wäre eigentlich eine super praktische Sache. So, und weiter geht's hier. Im Takte, denn wir müssen mal hier ein bisschen vorwärts kommen. Und hoffentlich nichts rammeln. Wie gesagt, das rechts da auf dem Felsen ist nur irgendwelcher Schrott, keine Ahnung. Der ist eher langweilig. Oh, und guck mal vorne, also links vorne quasi auf diesen einzelnen Felsen da, da stehen mindestens 3 Geschütztürme oben. Dass der Turm sich immer nach hinten drehen muss, ist auch ein bisschen doof. So, der ist kaputt. Der ist putt und der hier ist auch gleich putt. Also eigentlich sind diese Ballons kein Problem, man muss halt nur ein bisschen Vorsicht walten lassen. Na komm. Komm, komm, komm. So, ein Turm ist kaputt. Erstmal gucken, ob ich den zweiten erwische hier drüben. Einfach mal draufhalten. Kostet ja nichts. Was eigentlich auch ein bisschen unrealistisch ist, dass man hier einfach Munition verschwenden kann, wie es wilde Vieh. Obwohl es in dieser zerstörten Welt bestimmt wie in jedem postapokalyptischen Spiel wenig Munition geben sollte, aber wir haben es einfach. So. Keine Türme mehr da, keine Türme mehr da, dann werden wir mal weiterfliegen. Und gucken, ob hier irgendwas zu finden ist. Also eigentlich dürfte die Kanone da vorne die beiden Ballons auch alleine kaputt machen, aber wir gehen ja gerne mal selber ans Geschütz. Um uns den Weg freizuräumen. So, ich glaube, das dürfte schon reichen. Ich glaube, das mache ich mal jetzt so manuell. So viel Zeit dürften wir ja haben. So, kaputt. Ja, da ist ja noch einer. Wie gemein. Ein Radar gibt es hier halt auch nicht, deswegen. Ihr spinnt ja wohl. Kommen die mit Bombern an? Ich mag nicht. Oder Raketenschmeißflugzeugen, wie auch immer. Auf jeden Fall bösen Gestalten. Ich muss mal kurz vorne den Turm reparieren. Hilfe! Ja, also, es mag jetzt keiner behaupten, dass es hier unspannend wäre. Reparier das Ding. Gürtel leer interessiert mich nicht. Unser Kraftwerk ist gleich futsch. Lauf schneller, du Schwein. So, reparieren wir die ganze Kiste mal. Dann reparieren wir mal das hier. Und dann dürfen wir eigentlich soweit ganz gut am Start sein. Da gehe ich mal wieder rein in den Turm. Und gucken, ob ich irgendwas abschießen kann. Hui. So, ich schätze mal, das dürfte es gewesen sein. Ja, ich glaube, das war es gewesen. Ja, also so ein großer, mächtiger Angriff kann schon mal ein bisschen nervenaufreibend sein. Unser Leuchtturm ist auch nicht mehr so wirklich toll in Schuss, deswegen repariere ich ihn auch gleich mal. Genauso wie das Ding hier. Und das Ding hier sicherheitshalber auch mal. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, nachdem ich mal kurz abgespeichert habe. Mio. Spiel speichern. So. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Project Nomads wieder. Bis dahin erstmal tschüss.